Glück, Alter. Willst du mit ihm die Zeit des Lachens und der Freude, aber auch die Zeit des Streitens und der Traurigkeit teilen? Versprichst du, ihn mit Geduld, Verständnis, Ehrlichkeit und Vertrauen in eurer Ehe zu begegnen und mit all deiner Kraft immer wieder nach einem Weg zu suchen, in Freud und Leid ihn nicht zu verlassen, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte mit Ja. Ja. So gebt einander die Ringe als Zeichen eurer Liebe und Treue. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Friede sei mit euch. Maya, was ist denn hier los? Er hat eine Hochzeit gefeiert. Wir sind nicht glücklich. Nele. Junge, wieso bist denn du hier? Aber Mama, was ist denn hier los? Wieso hast du mich nicht angerufen? Ich hätte dich doch abgeholt. Das sollte eine Überraschung werden. Hat dir wohl auch geklappt. Und warte, es hat sich hier einiges verändert. Ist also laden. Hey! Ich lass ja meine Tochter in Ruhe, hörst du? Verschwinde aber sofort! Mach keinen Zoff. Okay? René! Wahnsinnig! Verschwinde! Angst! Halt! Halt! Angst! Junge! Schluss jetzt! Auseinander! Du willst sie gleich wieder in den Knast! Mein Gott, es hat doch kein Zweck, lass es sein! Hör auf! Sieh zu, dass das hier weitergeht.
Musik! Das bringt da nichts. Ich will nur was klarstellen, Papa. Hör zu. Es ist gleich 12. Okay. Entschuldige, ich hätte dir sagen. Ja, das hätte ich vielleicht. Aber warum bist du denn heute schon draußen? Ja, ist alles in Ordnung. Hast du gehört, Thea? Herr Lesch ruft. Ist er jetzt dein neuer Lover? Komm, lass uns in Ruhe über alles reden. Geh schon runter. Sein Hemd wechseln. Er ist gleich wieder hier. Mitternacht und bevor der Traumpaar ins Liebesnest steigt, gibt's noch eine Überraschung. Feuerwerk! Quatsch! Tombola! Das ist gerade noch mal gut. Ich hoffe, ihr habt die Lose nicht verbummelt. Bleib bloß, René. Du brauchst mal bloß einen, der die richtige Nummer zieht. Hier. Ja. Hier ist unsere Glücksfee! Na los! Willst du jetzt auch noch an meine Kohle, ja? Die Kohle ist nicht mehr hier. Das war nur noch Mark, die musste ich doch umtauschen. Außerdem wollen die hier anfangen zu bauen. Was machst du denn hier? Deine Hochzeitsnacht verbringen? Du kriegst das Geld. Unter Blutsbrüdern. Unter Blutsbrüdern? Und du warst bei meinem bester Freund. Maya ist meine Frau. Vergiss es. In Superpreisen. Und hier unser Jackpot. Dürfte ich zur Ziehung den Sponsor auf die Bühne bitten. Heiner Lesch, unser Hoffnungsträger von Libo, Geschäftsführer der Happiness Freizeitpark KG. Heiner,
Darf ich dich an meine grüne Seite bitten? Liebe Hochzeitsgäste, Grund zum Feiern gibt's in Libo bald mehr als genug. Aber heute ist ein besonders schöner Anlass. Keine langen Reden! Action! Gewonnen hat die Nummer 333. Hat keiner die 333? Ich gehe René holen. Vielleicht ist er ja der Gewinner. Beruhigt euch, Leute, beruhigt euch. Vielleicht ist das bloß ein Missverständnis. Naja, wo bist du hin? Informiert bin, sind Sie die mit dem Fall hier betraute Kommissarin? Hauptkommissarin Herz. Johanna Herz. Ich glaube, wir hatten noch nie das Vergnügen. Polizeihauptmeister Krause. Horst. Ich bin hier der Revierpolizist. Richtig. Die Feuerwehr ist soweit fertig. Mücke, aus! Aus, Mücke! Mein Hund. War unser Kindergarten, stand aber ewig leer. Wegen Kindermangel? Wo denken Sie hin? Die Götter konnten sich nicht einigen, was daraus werden sollte. Und? Was sollte es nun werden? Kindergarten. Die Geburtenrate steigt. Von brennenden Kindergärten in Brandenburg habe ich noch nie was gehört. Bei uns in Libo hat es überhaupt noch nie gebrannt, wenn ich das mal so klar sagen darf. Entschuldigen Sie. Ja. Wissen Sie schon was über die Brandursache? Nee. Das muss auch erst mal den ganzen Tag abkühlen hier und das Löschwasser weg sein, bevor ich da richtig ran kann. Und Sie haben die Leiche gefunden? Ja. Mein Mann ist seit heute Nacht verschwunden. Wir lassen mich nicht da rein. Bitte, darf ich mitkommen? Das geht jetzt nicht, Maya. Ich komme später zu Ihnen. Wir hatten alle eine anstrengende Nacht. Schlägerei und... Was denken Sie, was hier los war? Ja? Der Bräutigam und... Schön heißer Boden, dieser märkische Sand. Hier gibt's keine rechtsradikale Szene, falls du das meinst. Hier die Taschenlampe lag draußen vorm Haus. Ist Blut dran. Fingerabdrücke? So klar wie Tau auf den Linien. Alle Augenzeugen des Brandes halten sich bitte bereit. Ich muss jeden einzelnen von Ihnen befragen. Also alle rüber in die Linde. Was ist, bewegt euch? Waren wir alle auf der Hochzeit? Ja, sicher. Tja, das gilt auch für dich. Wer ist das? Thea Weinert, unsere Bürgermeisterin. Die Mutter von Arndt. Der ist auch spurlos verschwunden. Das ist der, der... Ja. Habt ihr nicht gehört, was ich gesagt habe? Ihr sollt zur Linde. Johanna. Der Tote trug einen Ehering mit dem Datum von gestern. Frau Grabo. Ist es René? Ja. Es tut mir leid.
Herr Krause hat ihn identifiziert. Das war Arndt. Trauen Sie ihm das zu? Arndt ist unberechenbar. Manchmal denke ich, er ist mein Schicksal. Und ich komme nie von ihm los. Warum sind Sie und er auseinander? Arndts Traum war immer Kanada. Er wollte nur schnell viel Geld machen. René hat gesagt, ein Champion für Arme. Warum haben Sie denn Arndt nichts von Ihrer Liebe zu René erzählt? Ich hatte Angst. Ich wusste nicht, wie ich es ihm sagen sollte. Haben Sie denn eine Idee, wo er jetzt sein könnte? Nein, ich weiß es nicht. Haben wir einen Toten gefunden. Wir können Ihnen leider im Moment noch nicht sagen, wie René Grabow ums Leben gekommen ist. Aber vielleicht können wir uns zusammen ein Bild von dem machen, was hier gestern Nacht passiert ist. Ich weiß, Sie sind müde und wollen ins Bett, aber trotzdem, ich bitte Sie, sich zu erinnern. Die Kommissarin stellt jetzt ein paar Fragen. Wer was weiß, hebt einfach die Hand. Ist doch am praktischsten, oder? Ja, na gut. Wer von Ihnen war denn hier im Saal bei der Explosion? Hier war niemand draußen. Und hat irgendjemand etwas Auffälliges bemerkt? Gibt es denn hier irgendjemanden im Ort, der nicht auf der Hochzeitsfeier war? Opa Jamals. Der ist gelähmt und sitzt zu Hause im Rollstuhl. So kommen wir nicht weiter. Ich möchte gerne mit denen sprechen, die mir ein bisschen mehr über Arndt Weinert und René Grabow erzählen können. Ist hier irgendwie ein separater Raum? Das Jagdzimmer. Ja, gut. Dann möchte ich zuerst mit Arndts Mutter, der Bürgermeisterin, sprechen. Tja, komm mal her. Sag mal, geht's nicht auch ein bisschen charmanter? Ja, sicher. Tja. Sie haben doch sicher gestern Abend mit Ihrem Sohn Arndt gesprochen. Hat er Ihnen gesagt, wo er hin will? Was er vorhat? Mein Sohn ist kein Brandstifter. Er ist unschuldig. Er würde nie jemanden umbringen. Bitte, bitte glauben Sie mir. Frau Weinert, ich unterstelle Ihrem Sohn keine kriminellen Absichten. Wie kommen Sie darauf? Weil das hier alle denken. Arndt ist vorbestraft. Ach so. Warum? Raubüberfall. Er hat vor 3 Jahren ein paar Tankstellen ausgeräumt. Und deswegen soll er nun auch noch ein Mörder sein. Dann beruhigen Sie sich erstmal, ja? Und Sie schicken Sie mir den nächsten rein. Gleich? Ja. Thea? Ja, was denn? Ja? Ich wollte nur Bescheid sagen. Meine Tochter Maria ist jetzt oben auf ihrem Zimmer. Mhm. Ich wollte ihr so ein schönes Hochzeitsfest ausrichten. Und da kommt dieser Gangster und macht alles kaputt. Ja, danke.
Ich weiß nicht, was ich tun. Mein Name. Ich fasse es nicht. René war ja Lehrling bei mir, Bootsbauer. Er wollte nicht in die Baufirma seines Vaters. Er hatte mehr ein Händchen für Holz. Also etwas findet man ja heutzutage nicht mehr. René hat die Surfschule bei mir im Freizeitpark aufgebaut. Das hat dann er geschafft, sich einen Lebenstraum zu erfüllen. Sein Hobby zum Beruf gemacht, seine Traumfrau gefunden. Und nun ist er tot. Über Arndt sag ich nichts. Ist ja egal, was der gemacht hat. Die anderen sind sowieso sauer auf ihn, weil er den guten Ruf vom Dorf versaut hat. Er ist halt einfach anders als die anderen. Nicht so langweilig und so spießig. Er hat hier nicht hergepasst. Da war die Maya schön blöd, dass sie nicht auf den gewartet hat. Halten Sie die Augen offen da draußen. Wenn sich irgendetwas Verdächtiges tut, rufen Sie mich an. Aber unternehmen Sie nichts auf eigene Faust. Alles klar, Chefin. Habe ich mich nicht vorgestellt? Johanna Herz ist mein Name. Na, ich glaube, wir werden uns schon verstehen. Ich denke schon, Chefin. Des Brandes sind noch ungeklärt. Soweit die Kurznachrichten. Die ausführlichen Meldungen des Tages dann wie gewohnt zur vollen Stunde. Jetzt das Wetter und die aktuellen Verkehrsnachrichten. Bei der Obduktion wurde eine Schädelverletzung festgestellt. Könnte von einem Schlag oder einem Sturz herrühren. Was das Blut an der Taschenlampe erklären würde. Das hat die Blutgruppe von Arndt Warnert. Ach, nicht vom Opfer? Nein. Die Fingerabdrücke stammen auch von ihm. Die Kopfverletzung ist allerdings nicht die Todesursache. Rußpartikel in der Lunge. Das heißt, René Grabo ist erstickt? Ja. Er hat noch gelebt, als es brannte. Also hat der Weinert vermutlich angenommen, dass René Grabo tot ist und hat ihn in Brand gelegt, um Spuren zu verwischen? Aber warum lässt er dann die Taschenlampe mit seinen Fingerabdrücken liegen? Ich gebe die Fahndung aus. Ich fahre nochmal nach Liebe und rede mit der Mutter. Hoffentlich hat sie sich jetzt etwas beruhigt. Leonie! Hi, Mama. Keine Angst, ich bin nicht verhaftet worden. Deine Kollegen haben mich nur zu einer Gegenüberstellung gebeten. Eine Gegenüberstellung? Was ist denn passiert? Wir hatten Besuch von Pascal Netz. Wer? Wo denn? Na, nicht zu Hause, im Blumenladen. Wir haben Bestellungen für Kränze aufgenommen. Nächste Woche ist der erste Todestag von Camarolo. Camarolo? Ja. Erinnerst du dich nicht mehr an den Angolaner, den sie zu Tode gehetzt haben? Typen wie die haben uns die Scheibe eingeschossen. Aber dir ist ja nichts passiert. Keine Panik. Ich hol dich heute Abend ab. Sohn sein? Bei Freunden? Ich weiß nicht. Seit dieser Geschichte von damals, ich glaube, er hat keine Freunde mehr. Aber Verwandte? Sein Vater? Mein Mann ist vor ein paar Jahren nach Kanada ausgewandert. Arndt ist ein schwieriger, sensibler Junge. Ich glaube, er hat nie verkraftet, dass sein Vater uns verlassen hat.
Und mich hat er dafür verantwortlich gemacht. Damals hat er seine Lehre abgebrochen und alle möglichen Jobs angenommen. Aber als ich ihn die letzten Male im Gefängnis besucht habe, ich hatte den Eindruck, er ist erwachsener geworden. Ja, er hatte ja auch 3 Jahre Zeit, über alles nachzudenken. Arndt hat Maya immer noch geliebt. Warum haben Sie Ihrem Sohn diese Situation eigentlich nicht erspart? Das ist Herr Lesch. Ah ja, der großzügige Rasenmäherspender von der Happy End... Happiness Freizeitpark AG. Ja. Falls sich Arndt meldet, rufen Sie mich an. Wissen Sie eigentlich schon, wie René ums Leben gekommen ist? Ja. Er ist an einer Rauchvergiftung gestorben. Aber das heißt ja, dass René noch gelebt hat als das Feuer. Ja. Ja, es muss wohl zu einem Kampf zwischen den beiden gekommen sein. Was dann geschah, wissen wir noch nicht. Wir halten Sie über die Ermittlungen auf dem Laufenden. Wenn Ihnen was einfällt, melden Sie sich. Nein, danke. Ich bin schon alleine. Die können Art nichts nachweisen. Überhaupt nichts. Wieder da. Der Arndt, sein Motorrad steht vor der Linde. Hey, du hast René umgebracht. Was hab ich? Du hast ihn umgebracht. Ich hab ihn noch nicht umgebracht. Du bist ein Killer. Verschwinde. Du hast hier nichts mehr verloren. Papa, lass ihn in Ruhe. Du hast ihn noch nicht mehr. Nele, Nele, hol die Polizei. Zimmer, schließ ab! Maya, was war das? Was redet dein Vater da für Mist? Maya, was ist los? Was ist mit René? Geh weg. Geh weg. Wo ist Arndt? Hier, die Treppe hoch. Erste Tür rechts. René hat mich angegriffen. Ich habe mich verteidigt. Komm ja nicht näher. Rein ab! Mein Name ist Herz, Kriminalpolizei, Potsdam, bitte öffnen! Warum hast du uns nicht einfach in Ruhe gelassen? Ich wollte mit dir reden. Wenn du Maya was antust, dann passiert ein Unglück! Ich bin verheiratet! Und mein Mann ist tot und du hast ihn umgebracht! Ich muss dich festnehmen wegen Mord. Und mach keine Zicken. Ich hab ihn gestellt. Gut gemacht, Krause. Hundverdammter. Na los, hinterher! Wie denn? Der fährt eine Kreuze, da habe ich doch keine Chance. Mensch, Krause, Sie sind vielleicht eine Fachkraft. Leitzentrale, Ihr Herz. Die Fahndung nach Arndt Weinert wird erneuert. Straßenkontrollen im Umkreis von 50 Kilometern um Libo. Und er ist bewaffnet, hat meine Pistole. Der Gesuchte ist bewaffnet. Er hat meine Pistole. Ja, okay. Wieso taucht er hier am helllichten Tag auf und lässt seine Maschine für jeden sichtbar vor der Kneipe stehen? Der Täter kehrt immer an den Tatort zurück. Ja, aber warum? Das ist so. Machen Sie auf! Ich will mit Ihnen reden! Lass doch mal. So was lassen wir uns nicht gefallen. Ich jedenfalls nicht. Aufmachen! Machen Sie auf! Was ist denn hier los? Robert rastet aus.
Ja, das sehe ich auch. Und du hast geheult? Was ist denn passiert? Diese Pfeife hat deine Tochter auf die Straße gesetzt. Fristlos entlassen. Was hat der? Weil ich bei der Polizei war und die Skins identifiziert habe, ich wäre eine Gefahr für seinen Laden. Dann kriegst du eine Leerstelle wieder, das verspreche ich dir. Und Sie hören von unserem Anwalt! Lass doch mal, damit erreichst du doch nichts. Komm, wir gehen nach Hause. Arschloch. Komm! Warst du denn ganz allein im Laden, als das passierte? Nein. Eigentlich hätte ihr Chef zur Polizei gehen müssen. Aber der hat lieber die Bestellung für die Grenze rückgängig gemacht. Er hat Angst um seinen Laden. So ganz Unrecht hat er ja auch nicht. Die Typen sind schnell wieder draußen und dann lassen sie das Recht ihren Frust ab. Dann werden sie eben nochmal angezeigt. Robert, jetzt sei doch nicht so naiv. Ich finde, Leonie hat vollkommen richtig gehandelt. Du hast sie doch zu Zivilcourage erzogen, oder? Dann stehe auch dazu. Das mache ich doch. Aber es geht doch hier nicht um die Frage, was Leonie getan hat, sondern wie. Das sind Gewalttäter und die sind gefährlich. Aber wolltest du nicht einkaufen heute? Wann denn? Ich habe den ganzen Tag an diesem Napoleon-Kapitel geschrieben. Seine Niederlage bei Großbären. Wär's mit einer Pizza? Nicht schon wieder Pizza. Die sind nicht gefährlich. Die sind einfach nur blöd. Zum Zuschlagen braucht man keinen Grips. Mut kann auch schaden, Leonie. Nämlich, wenn man sich und anderen Gefahr bringt. Das ist doch absurd. Soll sie zusehen, wie die Randale machen und den Mund halten? Nur weil du dir ausmalst, was noch alles passiert? Nein, das soll sie nicht. Aber es gibt doch Mittel und Wege, die Dinge auch anders zu lösen. Sie muss denen ja nicht Name und Hausnummer mitliefern. Ach so. Wir hätten einen anonymen Brief an den Polizeipräsidenten schreiben sollen, ja? Ach komm, Robert, hör auf. Ich bin echt fertig. Ich habe immer noch Hunger. Weißt du, wie lange Leonie auf diese Lehrstelle gewartet hat? Da gab es dich noch gar nicht in unserem Leben. Na, vielen Dank. So was setzt man nicht einfach aufs Spiel. Übrigens, einer von denen, die ich erkannt habe, ging auf meine Schule. Der wohnt hier in der Nachbarschaft. Auch das noch. Oh, Mama. Ich habe keine Angst, dass die uns die Scheiben einschlagen. Ich habe Angst um dich, meine Süße. Hm? Gehen wir was essen? Ja. Nein, es gibt keine Krise. Das war die turnusmäßige Gemeinderatssitzung. Naja, das Leben geht weiter. Ich habe auch was getan. Ich habe die Ermittlungsakte Ihres Sohnes gelesen. Ja, wir müssen los. Ja, ich würde gerne mit Ihnen einen Moment sprechen. Ja, wir haben noch einen Termin mit den Investoren für den Freizeitpark. Ich mache es ganz kurz. Na gut, kurz. Wussten Sie, dass ein Großteil der Beute aus Arnds Überfällen gar nicht gefunden wurde? Ja, das hat der Staatsanwalt behauptet. Es wäre ja kein schlechtes Startkapital für jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt. Die Tankstellenüberfälle sind von zwei Tätern begangen worden. Sie meinen René? Aber Arnd hat seinen Komplizen nie verraten. Aus gutem Grund. Er sollte auf seine Freundin und auf die Beute aufpassen. Wie kommen Sie denn auf sowas? Es war kein Zufall, dass die beiden sich in dem leerstehenden Kindergarten getroffen haben. Dort war das Versteck, das Geld. Und warum ist er dann am nächsten Tag zurückgekommen? Ich weiß nicht, vielleicht war das Versteck ja leer. Und er kam zu Maja. Vielleicht dachte Arndt ja, dass Maja weiß, wo das Geld abgeblieben ist. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nur, dass Arndt nie jemanden umbringen könnte.
Weinert, wenn Sie was für Ihren Sohn tun wollen, dann helfen Sie uns. Sie irren sich, glauben Sie mir. Sehen Sie, das ging doch schnell. Ja, ja. Was denn? Das ist wohl ein sehr wichtiger Termin. Termine mit Leuten, die Geld haben, sind immer wichtig. Freizeitpark. Als ich Kind war, da sind wir mit dem Dampfer und Stullenpaket nach Libo gefahren. Seitdem hat sich eine Menge verändert. Das stimmt. Du musst allein mit den Leuten reden. Ich muss dringend weg. Wie stellst du dir das vor? Tenja, ich brauch dich da. Du bist hier die Bürgermeisterin. Ich muss Arndt helfen. Er ist kein Mörder. Hey, das ist nicht dein Geld. Das kannst du nicht machen. Ich lass nicht zu, dass der noch mal ins Gefängnis geht. Dann sag mir, was du vorhast. Weißt du, dass ich hier bin? Der Schlüssel vom Bootshaus hing nicht mehr im Haken. Die Polizei ist sich sicher, dass du René umgebracht hast. Denkst du das auch? Nein, du bist kein Mörder. Auf keinen Fall noch mal in den Knast. Ich stehe das nicht noch mal durch. Deswegen bin ich ja hier. Hier, geh rüber nach Polen. Besorg dir ein Ticket nach Kanada. Besuch deinen Vater. Wenn sich die Sache aufgeklärt hat, kommst du wieder. Das sind 20.000, das muss doch genügen. Von deinem Lover? Von dem nehme ich nichts. Heiner ist nicht so, wie du denkst. Du weißt genau, wie wichtig der für uns alle ist. Ohne ihn wären nie so viele Leute mit Geld nach Libo gekommen. Außerdem ist er mein Mann. Ach, hör doch auf. So eine prima Situation, die ihr da habt. Er besorgt dir das Geld, du schiebst ihm die Jobs zu. Dein Wessi fickt dich doch nur, damit er freie Hand für sein... Der war immer für mich da, auch wenn es mir schlecht ging. Du warst im Knast. Du wolltest doch immer zu deinem Vater. Nimm es. Ich schick dir noch mehr. Und Weinert? Sie sind vorläufig festgenommen. Das Geld ist beschlagnahmt. Ich dachte, du wolltest mir helfen. Jetzt schickst du mir die Bullen. Ich habe den Weg allein gefunden. Nein. Kommen Sie. Das Ding ist geladen und Sie wissen genau, wie schnell sowas losgehen kann. Damit machen Sie es nur noch schlimmer. Sie haben keine Chance, Arndt. Arndt, bitte. Hör auf, Mama. Komm, geben Sie mir die Waffe. Arndt, bitte. Mama. Gib mir die Waffe. Komm. Na, komm. Bitte. Arndt, komm. Was soll das? Gib auf, du hast keine Chance. Geh weg. Gib auf, Arndt! Ich soll da rein? Das ist doch Wahnsinn!
Wir nehmen eine Abkürzung. Das wäre, Frau Kommissarin, ist Ihnen was passiert? Oh. Brauchen Sie einen Arzt? Ich brauche keinen Arzt. Jetzt einen schönen Spaziergang durch diese wunderbare Landschaft machen. Soll ich hier warten oder was? Sollte zu einem späteren Zeitpunkt auch für den Freizeitpark genutzt werden. Das Sporthotel wird dort entstehen? Familienfreundlich. Voll im Trend. Die Eltern treiben Sport und die Kleinen haben eine Top-Kinderbetreuung. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Frau Herz, kann ich etwas für Sie tun? Puh, ist ja ein Riesengelände. Ja. 150 Hektar. Das ganze westliche Seeufer bis direkt an den Ort. Ich wusste ja gar nicht, dass der abgebrannte Kindergarten auch dazu gehört. Tut auch nicht. Das Grundstück gehört der Gemeinde. Aber es grenzt direkt an den Freizeitpark. Ist das nicht irgendwie ungünstig? Ach, wissen Sie, Kinderlachen ist doch was Schönes. Das sieht aber nicht gut aus. Och, ich bin da nur auf was gestoßen. Die Surfschule gehört mit zum Freizeitpark. Mhm. René hat das Grundstück gepachtet. Aber die Schule gehört uns. Hier steckt sicherlich eine Menge Geld drin. Hm? 130.000. Der größte Teil stammt aus einem Kredit, den René aufgenommen hat. Und den Rest hat uns Hanna Liesch vorgeschossen. So einen generösen Geschäftspartner muss man erst mal finden. Herr Liesch hielt wohl große Stücke auf Ihren Mann. Es lief ja auch wunderbar. Renés Kurse waren ausgebucht. Morgen hätte er einen Termin bei der Bank gehabt, um den Kredit abzulösen. Und dann wollten wir in die Karibik fliegen.
wissen, dass Sie sich strafbar gemacht haben. Ihr Sohn ist des Mordes verdächtigt. Und Sie haben ihm zur Flucht verholfen. Was sollte ich denn machen? Ich bin doch seine Mutter. Und keiner glaubt ihm. Ich bin auch eine Mutter. Und ich würde für meine Tochter sicher auch alles tun. Aber wenn Sie von Arns Unschuld überzeugt sind, helfen Sie ihm so überhaupt nicht. $20.000. Woher hatten Sie die denn so schnell? Aus der Gemeindekasse? Ja. Da hätten Sie Ihrem Jungen zuliebe öffentliche Gelder veruntreut. Wofür waren die denn gedacht? Handwerkerarbeiten. Komm, legen Sie sie wieder zurück. Worum ging es eigentlich heute Morgen in der Sitzung? Was mit dem abgebrannten Kindergarten wird? Ja. Und? Wir werden ihn wieder aufbauen. Das wäre wirklich sehr sozial. Obwohl, Sie könnten das Grundstück natürlich auch an den Freizeitpark verkaufen. Es wäre jetzt sicherlich sehr günstig zu haben. Mit einer Ruine drauf. Ich weiß nicht, was Sie damit sagen wollen. Aber Sie können das Sitzungsprotokoll gerne einsehen. Ja, das will ich machen. Tamara, ja? Gut, ich komme. Ich glaube immer weniger daran, dass das mit René nur ein Eifersuchtsdrama war. Auf Wiedersehen. Die Idee kommt niemand, dass du hier bist. Wieso machst du das für mich? Du hast René nicht umgebracht, stimmt's? René war ein Scheißkerl. Ich weiß, was er gemacht hat. So. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie ich dir im Meier nachgeschlichen bin? Doch, ich war so eifersüchtig auf sie. Aber ich wollte trotzdem sehen, wie ihr euch küsst. Und dann habe ich die gefunden, in eurem Versteck, in dem alten Kindergarten. Da war dein Geld drin, stimmt's? Ich weiß auch, wo es ist. Das hat René für seine Surfschule gebraucht. Es hat gerade mal für 2 Surfbretter gereicht. Für was hättest du es denn gebraucht? Um nach Kanada zu gehen? Mit Maya? Ich hätte auf dich gewartet. René Grabo wollte seinem Wohltäter einen Gefallen tun. Dies Gelände wäre die ideale Erweiterung für den Freizeitpark für den Herrn Lesch und seine Investoren. Wann hätte es je wieder eine so günstige Gelegenheit gegeben wie während der Hochzeitsfeier? Alle sitzen in der Kneipe und hier zündelt der Herr Bräutigam. Und trifft auf seinen Rivalen Arndt, der an seine Beute will. Das klingt doch plausibel, findest du nicht? Tamara, die haben uns gelingt. Es geht hier nicht um ein Eifersuchtsdrama. Es geht hier nicht darum, eine alte Rechnung zu begleichen. Es geht um ganz andere Beträge. René und Lisch. Bevor du weiter vermutest, hör dir doch erstmal unseren Brandexperten an. Tja, Frau Hauptkommissarin, im Keller fanden wir das da. Propangasflaschen. Die Ventile waren offen. Und wir haben noch was entdeckt. Reste einer Glasflasche. Am Flaschenhals kleben verbrannte Stoffreste. Was war in der Flasche? Wir tippen auf einen Brandbeschleuniger, wahrscheinlich Benzin. Der Brandstifter hatte also vorsorglich einen Molly gebastelt. Und er muss gewusst haben, dass im Keller Gasflaschen stehen.
hat sich ungeschickt angestellt und ist dabei umgekommen. Hm? Komm mit, ich zeig dir was. Hier ist der Kellerraum, wo die Gasflaschen waren. Merkwürdigerweise haben wir nicht nur außen Glasscherben gefunden, sondern auch innen. Bei einer Explosion ziemlich ungewöhnlich, dass Splitter nach innen fliegen. Dann ist also der Molly von außen in das Fenster geworfen worden. Aus einigermaßen sicherem Abstand. René scheidet also definitiv aus. Er wird ja wohl kaum nach der Explosion noch mal reingerannt sein. Tut mir leid um deine schöne Theorie. Tja, dann kann es nur ein Dritter gewesen sein. Es gibt immerhin noch die Möglichkeit, dass Arndt es war. Er könnte René überrascht haben, als er das Feuer legen wollte und hat es dann zu Ende gebracht. Sag mal, hast du dich geprügelt? Hm? Ach so, das? Nein. Warst du noch bei Leonies Chef? Nein, bei Blumenhenning in der Bahnhofstraße. Deine Tochter kann am 1. bei ihm anfangen. Und Nachtisch gibt's auch noch. Ich muss nur noch ein bisschen warten, damit mein Vater nichts mitkriegt. Willst du mich messen, damit ich nicht mehr durch die Luke passe? Mhm. Hast du was rausgekriegt? Ja. Krause sagt, René hat noch gelebt, als es gebrannt hat. Weil er hat Ruß in den Lungen. Das beweist doch, dass ich unschuldig bin. Es hat erst gebrannt, als ich schon weg war. Hat dich denn jemand gesehen, als du weggefahren bist? Nein. Da glaubt ja auch keiner. Verdammt, ich sitze in der Falle. Wenn ich mich verstecke, denken die weiterhin, ich sei der Mörder. Wenn ich abhaue, dann auch. Vielleicht ist es am besten, wenn ich... Du wirst doch jetzt nicht runtergehen und dich stellen. Hey. Arndt. Escrabo. Er säuft sich bei uns sein Kummer weg. Was meinst du, was der mit dir machen würde? Wenn sie rauskriegen, dass du mich hier versteckst, bist du auch dran. Wenn ich Maya wäre und ich würde dich bitten, lass uns wegfahren. Irgendwo hin, wo uns niemand kennt. Und wir kommen nie wieder zurück. Was würdest du denn sagen? Du bist nicht Maya. Stell dir doch einfach vor, ich wär's. Meine Mutter. Kommt uns nie her. Nicht um die Zeit. Ich schau mal nach, was sie will, ja. Wartest du auf mich? Nimm doch das Geld. Es gehört René. Nee. Will ich nicht. Kleb Blut dran. Wenn ich, dann nimm's wenigstens für die Beerdigung. Meins ist es nicht. Es gehört uns allen. Na schön. Dann nehme ich das erstmal in Verwahrung. Nele! Was machst du denn hier? Warst du schon im Keller Bier anstechen? Kannst du das nicht machen? Ich grau mich so da unten. Na komm, nur hab dich mal nicht so.
Brandstifter. Er ist unschuldig. Ich würde nie jemanden umbringen. Bitte glauben Sie mir. Frau Weinert, ich unterstelle Ihrem Sohn keine kriminellen Absichten. Wie kommen Sie darauf? Weil das hier alle denken. Arndt ist vorbestraft. Mein Sohn ist kein Brandstifter. Er ist unschuldig. Ich würde nie jemanden umbringen. Bitte glauben Sie mir. Kein Brandstift. Mein Sohn ist kein Brandstift. Er ist unschuldig. Er ist kein Brandstifter. Wörtlich. Da hatte doch kein Mensch diesen Verdacht. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch gar nicht an Brandstiftung gedacht. Aber Sie. Du meinst, nur der Täter kennt die Tat. Oder der Anstifter. Thea Weinert wollte ihrem Liebhaber billig ein Stück Land zuschieben. Sie ist die Bürgermeisterin, Johanna. Du solltest mit deinen Vermutungen vorsichtiger sein. Na, jedenfalls stören jetzt keine lärmenden Kinder die Idylle. Was ist übrigens mit Renés Konto? Hab's überprüft. Sein Guthaben beläuft sich auf 1875 Euro. Und seinen Kredit hat sein Vater gesucht. Was? Dann hat er es für umsonst getan. Da ist noch was. Die Kreditrückzahlung ist fällig. Heute wollte René seine letzte Rate überweisen. 20.000. 20.000? Das ist genau die Summe, die Thea Weinert aus der Gemeindekasse genommen hat. Du, ich sag dir, wir sind auf dem richtigen Dampfer. Ich spüre das. Was denken Sie denn, was Sie finden werden? Sie können mir einen Gefallen tun und schon mal den Schreibtisch ausräumen. Wo sind denn die 20.000 Euro? Haben Sie gestern noch alle Handwerkerrechnungen bezahlt? Muss ich mir das gefallen lassen? Ihre Kollegin wählt da drüben in Unterlagen. In vertraulichen Unterlagen meiner Firma. Das ist doch wirklich ungeheuerlich. Sie können gerne die richterliche Anordnung einsehen, Herr Lesch. Ich habe ihr gesagt, dass der Kindergarten immer Kindergarten sein sollte und nichts anderes. Wir haben sogar Landesmittel dafür bekommen. Was vermuten Sie denn hier? Irgendwelche Verschwörungen? Den großen Immobiliendeal? Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich und meine Kollegin jetzt in Ruhe arbeiten lassen würden. Das sind doch alles Hirngespinste. Sie wissen einfach nicht weiter. Das ist es. Heiner. Frau Kommissarin, kann ich Sie mal einen Augenblick sprechen? Ja. Nicht hier. Allein. Herr Grabo, worum geht's denn nun? Was haben Sie mir denn so Geheimnisvolles zu erzählen? Es geht um einen Jungen. Ich habe nicht die Wahrheit gesagt. Sie hatten recht. René hatte Arndts Geld. Arndt wollte es wieder. Jedenfalls. Haben die beiden sich da getroffen? Ich versuchte ihn aufzuhalten. Und hat er Ihnen gesagt, was er vorhatte? Den Kindergarten anzünden? Arndt jedenfalls kann es nicht gewesen sein. Er ist mit dem Motorrad vor der Explosion weggefahren. Und das haben Sie gesehen? Herr Grabo. Herr Grabo. Puffer hat das auch gesehen. Er kann es bezeugen. Und warum rücken Sie erst jetzt mit der Wahrheit heraus? Und? René in alles reingezogen. Die Überfälle. Herr Grabo, wer hat Sie denn auf die Idee gebracht, mir so eine Geschichte zu erzählen? Wer immer der Brandstifter war, René kann es nicht gewesen sein. Der Brandsatz ist von außen in das Gebäude geworfen worden. René war drin und ist im Feuer umgekommen.
Herr Grabo. Eine Frage müssten Sie mir doch noch beantworten. Ihr Sohn hatte bei der Sparkasse angekündigt, dass er heute seinen Kredit auslösen wollte. Woher hatte denn René so plötzlich 20.000 Euro? Ich habe sie ihm geschenkt. Zur Hochzeit. Ah ja. Hier, der Kaufvertrag der Gemeinde für das Grundstück. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass wir so weiterkommen. Es ist alles sehr übersichtlich und sauber sortiert. Oder frisiert. Der Gemeinderat hat ohne Gegenstimme für den Wiederaufbau des Kindergartens votiert. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Du, der Grabo hat mir gerade was unterschieben wollen. Hier ist da irgendwas faul. Das Konzept ist überzeugend. Ein Teil der Plätze war für die Kinder der umliegenden Dörfer reserviert. Der Rest sollte vom Freizeitpark genutzt werden. Es gab keinen Grund, den Kindergarten abzufackeln. Und, wie ist die Stimmung? Heute schon die Zeitung gelesen? Nein. Bürgermut gegen rechts. Leonie Herz wehrt sich gegen Skinhead-Angriff auf ihrem Blumenladen. Ist die mit Ihnen verwandt? Das ist meine Tochter. Donnerwetter, mutiges Mädchen. Glückwunsch. Ich würde mich auf diesen Irrsinn nicht einlassen. Bloß, damit andere ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Komm, ganz so war es ja auch nicht, ne? Ich hab meinen Sohn davon gefissen. Mensch, Grabo. Behalt jetzt bloß die Nerven. Und ich gebe diesem Kriminellen dann noch ein Alibi. Was hast du denn gesagt? Ich hab gesagt, dass wir beide ihn haben wegfahren sehen. Vor der Explosion. Hey, ich? Mensch, wie kommst du denn auf mich? Verdammt nochmal, wieso musst du mich damit reinziehen? Nele, machst du noch eins für Kurt? Wo ist denn die Kleine? Gott sei Dank, dass wir in Libo nicht mit sowas zu tun haben. Hier gibt's keine eingeschmissenen Scheiben. Der einzige Skinhead bin ich. Ich war heute Morgen in Strebel, das ist zwei Orte weiter. Da haben sie die Brille auf, kann ich Ihnen sagen. Da wird sich das rechte Gesocks wohl demnächst versammeln. Stellen Sie mal vor, wenn sowas hier bei uns herkommen würde. Unser Freizeitpark könnten wir da vergessen. Pause. Sorgen Sie dafür, dass sich die gesamte Hochzeitsgesellschaft in einer Stunde in der Linde einfindet. Schaffen Sie die Leute ran, egal wie. Und Sie sollen genau das anhaben, was Sie in der Hochzeitsnacht anhatten. Ich auch? Genau. Du fährst noch mal zur Sparkasse und lässt dir die Kontenbewegungen der letzten Tage geben. Ich fordere Verstärkung an. Ja, wozu das alles? Warte ab. Grabo hat gesagt, er hat dich wegfahren sehen. Vor dem Brand. Und mein Vater soll dich auch gesehen haben. Jetzt muss die Polizei glauben, dass du unschuldig bist. Und das hat Grabo dir gesagt? Nein, der Polizei. Der Kommissarin. Du kannst jetzt mit mir runterkommen. Die suchen dich nicht mehr. Bestimmt. Und was ist das? Die sind nicht wegen dir hier. Die wissen ja gar nicht, dass du hier bist. Ich weiß nicht, da stimmt doch was nicht. Wieso sagt Grabo das? Hey, ich muss schnell runter, ja? Ich geb dir ein Zeichen. Vertrau mir, ja. Es war also ein Entschluss des Innenministeriums, unabhängig vom Gemeinderat. Ach, und standen denn da noch andere Orte zur Auswahl? Zum Beispiel? Aha. Und wann ist da die Entscheidung gefallen? Ach, gestern erst.
gibt's Essen für Opa Jamas, du sollst es hinbringen. Beeil dich ein bisschen. Okay. Du, Hand ist unschuldig. Es wird sich alles aufklären. Libo stand also auf der Liste. Und die Kommission war hier? Wann? Aha. Und die waren der Meinung... Danke. Ja, Sie haben mir sehr geholfen. Kommen Sie bitte mit. Was ist denn das hier? Wir stellen die Hochzeitsfeier nach. Sie werden auch gebraucht. Okay, ich beeile mich. Ich bin gleich wieder da. Ja. Jeder stellt sich genau da, wo er bei der Feier gestanden hat. Du lasst doch nicht auf euch warten. Kommt. Was ist denn da los? Und Sie, Sie waren wirklich die Einzige, die wusste, was man mit Ihrem Dorf vorhat? Nicht Ihr Lebensgefährte? Auch nicht der Gemeinderat? Es ging um den Freizeittag, um die Existenz unseres Dorfes. Trotzdem wurde ich um Stillschweigen gebeten. Und Sie wissen auch nicht, wie das Innenministerium entschieden hat? Ich nehme mal an, wir sind nicht in der engeren Wahl. Weil der Kindergarten abgebrannt ist. Damit haben wir nichts zu tun. Lieber lassen Sie Ihre Kinder ins Messer laufen. Sind Sie verrückt geworden? Was reden Sie denn da? Was denn, in dem Kleid warst du da? Donnerwetter, na da, hey. Du musst dich auch umziehen, alle sollen so kommen wie an dem Abend. Wo ist dein Vater? Der muss auch her. Ja. Für die Kommissarin. Also. Nun verraten Sie mir endlich, was Ihnen für ein Licht aufgegangen ist. Lassen Sie sich doch überraschen. Schon wieder. Du kommst. Das ist doch das, was ihr wollt. Ihr habt Scheiße gebaut und René ist dabei draufgegangen. Aber dafür halte ich den Kopf nicht hin. Ich gehe zur Polizei. Nee, Leute, mir alles gesagt. Ich bin aus dem Spiel. Grabo, komm jetzt, die warten in der Linde schon auf uns. Was? Was hat mir Nele hat mir alles gesagt. Und wenn ich nicht hin kann, dann... Ich brauche nichts mehr schon. Du hast mir schon auf dem Gewissen. Du hast ihn umgebracht. Er ist tot. Ich bin tot. Hörst du? Komm jetzt, wir kümmern uns nachher um ihn. Wo ist er? Wer? Wen meinst du? Arndt! Wo soll er sein? Da unterwegs nach Kanada. Da oben ist er jedenfalls nicht mehr. Du hast ihn verraten. Gestellt.
Ich hoffe, er ist bald wieder im Knast. Hast du denn überhaupt kein Mitleid mit ihm? Hat er eher Mitleid mit René? Du hältst da drin deine Klappe. Du hast schon genug Schaden angerichtet. Steht jetzt jeder auf seinem Platz. Du hast doch nie da gestanden, darüber, und guck nicht wie auf der Beerdigung. Jetzt müsste es stimmen. Dann fehlt da nicht noch jemand. Stimmt. Die Braut und... Mhm. Maya und Heiner auf die Bühne, bitte. Hilfe! Hilfe! Ich habe Sie hergebeten, um mit Ihrer Hilfe noch einmal nachzuvollziehen, was sich in jener traurigen Hochzeitsnacht zugetragen hat. Als Sie hier gefeiert haben, wollte René Grabo ein Haus in Brand stecken. Ihren ehemaligen Kindergarten, der auf einer Liste möglicher Unterkünfte für Asylbewerber stand. Aber ich kann Ihnen eine frohe Botschaft überbringen. Gestern wurde entschieden, dass die Asylanten nicht in Ihr Dorf kommen. Ich habe soeben mit dem Staatssekretär telefoniert. Ich kann verstehen, dass so ein Heim mit seinen Bewohnern natürlich ein Problem für Ihren schönen Ort gewesen wäre. Libos Image als Perle von Brandenburg hätte gelitten. Die Touristen wären ausgeblieben, die Investoren abgesprungen. Moment, Moment. Wollen Sie uns unterstellen, dass wir unseren Kindergarten angesteckt haben, damit keine Ausländer hierher kommen? Was traut sich eigentlich die Polizei? Das ist ja wie in tiefsten Ostzeiten. Jetzt aber mal ganz vorsichtig mit solchen Äußerungen, ja? Eine Frechheit, oder? Sie wissen ja nicht, wovon Sie reden. Ruhe! Was ist denn sowas? René sollte 20.000 Euro für die Brandstiftung bekommen. Bis gestern lag das Geld im Tresor der Bürgermeisterin. Ja, dann war es plötzlich weg. Ich wollte gerne wissen, wo das Geld abgeblieben ist. Und habe deshalb bei der Libor Sparkasse die aktuellen Kontenbewegungen überprüfen lassen. Dabei hat sich etwas Interessantes gezeigt. 6 Personen haben vor 3 Tagen, also am Tag der Hochzeit, jeweils exakt 2.000 Euro abgehoben. Und zwar Lesch, Weinert, Grabo, Paffrath, Pufall, Wandke. Das macht 12.000. Ich bin sicher, wenn wir die Banken in der Umgebung mit einbeziehen, kommen wir bestimmt auf 20.000. Und auf 4 weitere Namen. Ist hier vielleicht jemand, der sich freiwillig melden möchte, der auch an dieser Sammelaktion beteiligt war? Ihr Schweigen werden Sie teuer bezahlen. Dafür werde ich sorgen. Frommer, Breitlich, Schenker, Prilo. Und wer hat die 20.000 jetzt bekommen? Grabo. Aber er wollte das Geld nicht. Und jetzt hat es mein Vater. Danke. Aber wir sind ja nicht nur hier, um eine Brandstiftung aufzuklären, sondern es geht um Mord. Und der Mörder ist hier im Raum. Er ist einer von Ihnen. Es ist kurz nach 12.
und die Lostrommel dreht sich. Die Braut zieht den Hauptgewinn. Die Nummer 333. Das stimmt doch, hm? Stimmt. Die 333, die aber ganz offensichtlich niemand hatte. Der Rasenmäher steht ja immer noch hier. Vielleicht ist sie gar nicht vergeben worden. Also ich möchte, dass Sie sich jetzt ganz genau an den Augenblick erinnern. Ja? Der Moment, als Sie auf Ihre Lose sahen. Vielleicht auch zu Ihrem Nachbarn guckten, ob der vielleicht der Glückliche wäre. Also, Sie waren ja auf dem Weg nach unten, weil Sie sich fragten, wo Ihr Mann so lange bleibt. Mhm. Ja, na, dann kommen Sie mal. Sie sind also hier geradeaus durch den Saal Richtung Schankstube. Ja. Und für die Verlosung haben Sie sich nicht interessiert? Nein. Und von dort dann gleich nach draußen? Ja. Und Sie haben hier nicht irgendjemanden gefragt, ob der vielleicht wüsste, wo René abgeblieben ist? Ja, Frau Weinert zum Beispiel, die hier neben der Tür steht. Nein, habe ich nicht. Aber Frau Weinert stand doch neben der Tür. Ich weiß nicht. Wie? Natürlich stand ich hier. Nein. Das stimmt nicht. Bist du wahnsinnig? Ja. Herr Puffer, wenn Sie was zu sagen haben, dann sagen Sie es doch bitte laut. Nein, nein, schon gut. Thea war nicht im Saal. Sie ist rausgegangen. Du täuschst dich. Es war viel früher. Nein. Ich habe mich noch gewundert, weil gerade der Hauptgewinn gezogen wurde. Das ist nicht wahr. Wo haben Sie eigentlich Ihr Los, Frau Weinert? Ich? Ja, das ist doch das Kleid, das Sie zur Hochzeitsfeier anhatten. Schauen Sie doch mal nach. Nummer 333. Sie haben gewonnen. Ich gratuliere. Thea, sag doch was. Was sollen diese Zauberkunststückchen? Was wollen Sie denn damit beweisen? Dass Ihre Bürgermeisterin eine Brandstifterin ist. Mit René war verabredet, dass es Punkt 12 brennen sollte. Aber dann ist nichts passiert. Ich wollte nachsehen, was los ist. Ich habe ihn gerufen, aber er hat nicht geantwortet. Und dann war da die Flasche mit dem Benzin. Draußen vor dem Haus. Ich habe sie angezündet und durchs Kellerfenster geworfen. Das ist nicht wahr, Herr. Du hast René... Du hast mich zur Polizei geschickt, damit ich deinen Sohn raus habe. Und du wolltest bloß deinen Kopf retten. Ja, ich habe den Brand gelegt. Ich hab's für uns alle getan. Nee. Das wollten wir doch. Du auch. Nee. Die Ausländer in Libo sind unsere Ruin. Deine Worte. Erinnerst dich nicht mehr. Und was ist Ihre Meinung? Was wollen Sie denn von ihr hören? Sie spielen sich hier auf und dabei haben Sie überhaupt keine Ahnung, worum es hier geht. Viele von uns hätten ihre Existenz verloren. Vielleicht. So haben Sie Ihre Kinder verloren. Ja. Ja. Haben Sie nur einmal, außer an Ihre eigene Existenz, daran gedacht, welches Schicksal die Menschen hinter sich haben, die hier mit Ihnen leben wollen? Sie wussten also nicht, dass René noch im Haus war. Ich habe gedacht, er hat sich's anders überlegt. Sonst hätte ich's doch nicht gemacht. Es sollte doch niemand sterben. Mhm.
unschuldig. Können ihn jetzt freilassen. Na, dafür müssten wir ihn erstmal haben. Sie haben ihn nicht verhaftet? Nein. Wo ist er? Was habt ihr mit ihm gemacht? Bravo, wo wollen Sie denn hin? Das war knapp. Thank you.